Leben, Gestalt, Gegenstand des Spieltriebs. Ein Marmorblock, obgleich er lieblos ist und bleibt, kann darum nichtsdestoweniger lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden. Ein Mensch, wie wohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange kein lebender Gestalt. Dazu gehört, dass seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt sei. Solange wir über seine Gestalt bloß denken, ist sie lieblos, bloße Abstraktion. Solange wir sein Leben bloß fühlen, ist es gestaltlos, bloße Impression. Nur indem seine Form in unserer Empfindung lebt und sein Leben in unserer Verstande sich formt, ist er lebende Gestalt. Und dies wird überall der Fall sein, wo er ihn als schön beurteilt. Wenn Sinneslust und Sinnesschmerz vereinigt um des Menschenherz den tausendfachen Knoten schlingen und zu dem Staub ihn niederziehen, wer ist sein Schutz? Wer rettet ihn? Die Künste, die an goldenen Ringen ihn aufwärts zu der Freiheit ziehen und durch den Reiz veredelter Gestalten ihn zwischen Erd und Himmel schwebend halten. Dennum ist endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.